Hallo YouTube und Anime-Freunde da draußen. Ein ganz schnelles Anime-Unboxing. Zwar habe ich mir die letzten drei Volumen von Space Dandy auf DVD gekauft. Die gibt es aber auch alle drei auf Blu-ray. Volume 1 habe ich mir damals im Pappschuber geholt. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Unboxing an. Ich werde euch die Volume 1 zu DVD und Blu-ray in der Beschreibung verlinken, wie auch den Trailer noch in der Beschreibung und auch in meinen ersten Kommentaren den Trailer nochmal verlinken. Da könnt ihr euch ein Bild machen. Ich finde Space Dandy ein bisschen zu sehr abgedreht, muss ich sagen. Also ich fand die erste Box DVD gut, aber dann Zombies, es war total ein bisschen bescheuert alles. Aber im Ganzen finde ich Space Dandy ist eine gute Anime-Serie und ich glaube, Kasi hat auch schon die Staffel 2 die Rechte gesichert. Oder war es einfach, die wurde angekündigt, eins von beiden. Auf jeden Fall freue ich mich, dass es eine zweite Staffel gibt. Ja, das Ganze ist von Kase Anime. Hier haben wir Volume 2 mit den Episoden 5 bis 7, ab 12 Jahren freigegeben, hat ein Wendecover. Dann steht dann hier Episodenübersicht, Folge 5, 6, 7, Gefährten auf der Reise durchs All, Kampf der Unterhosen und Westen, Folge 7, gefährliche Weltallrennen. Dann haben wir hier die Episoden 5 bis 7, steht hier Sprachen Deutsch, Japanisch, Untertitel Deutsch, Laufzeit 75 Minuten, Bildformat 16 zu 9, Sound ist Dolby Digital 2.0, Bonus haben wir ein Booklet und Image Galerie, die wohl auf der DVD dann sein werden. Leider auch wieder nur drei Folgen. Ich habe ja. Wenn ihr das Kämpfervideo gesehen habt und das falls schon oben ist, das ein bisschen kritisiert. Was ich ein bisschen schade finde, es machen zwar auch andere Publisher, aber es zeigen auch genug Publisher, dass man ein paar Folgen mehr auf die DVD packen kann oder speziell jetzt auf der Blu-ray. So sieht die Disc aus. Das macht man eigentlich nicht. Das Wendecover und dann das Booklet, wo wir mal schnell reingucken. Natürlich muss man sagen, auch nicht jeder macht ein Booklet. Das muss man quasi auch wieder gut schreiben. Aber Kase macht es auch nicht mehr überall, gerade bei einzelnen Anime, wie Filme wie, wie hieß er denn jetzt nochmal? Garden Words. Da war ja auch kein Booklet bei. Ja, was ich schade fand, weil es ein toller Anime ist. Dann haben wir hier Volume 3 und da habe ich mich ein bisschen geärgert. Ich habe mir die auf eBay gekauft und die Folie ist auch nicht original, muss ich sagen. Und der Verkäufer hat es als original verkauft und das ist die einzige Folie, die komisch ist. Naja, solange es jetzt wie neu ist, ist es in Ordnung. Aber trotzdem, ich hasse es, wenn Leute lügen. Ist so ein bisschen wellig, die DVD. Und dann, man sieht es schon. Habe ich bei den anderen nicht. Naja, ist sie nicht neu, aber naja, gut. War auch nicht so teuer. Ich glaube, ich habe 5,50 bezahlt. Das geht schon. Muss die Hülle halt austauschen. Nur gucken, dass ich den Aufkleber abkriege, wenn sie nicht verkratzt ist. Verkratzt sieht sie nicht aus, dann muss ich gucken, dass ich den Aufkleber abkriege. Ja, hier haben wir die Episoden 8 bis 10. Dann kann ich euch leider jetzt nicht die Sachen vorlesen, weil das Ding drauf klebt. Aber die Folge 8 heißt Einsame Hundeplanet. Folge 9 Auf Pflanzen sind Lebewesen. Folge 10 Morgen ist ein neuer Tag. Ja, ich denke mal schon, dass die Sprachen Deutsch und Japanisch sind. Aber es ärgert mich, gucken, ob die das Kratzer hat. Okay, die ist kratzerfrei. Wahrscheinlich hat er sie geöffnet, um den Aufkleber drauf zu machen, was ich nicht verstehe. Aber den hätten wir ja auch auf der Folie kleben können. Gut. Muss ich nicht verstehen, ich will auch nicht alles verstehen. Da ist mir manchmal der Hirnschmalz zu schade für. Das ist aber ein schönes Bild. Jo. Ein etwas besseres Booklet, wie ich finde, als das erste. Auch ein bisschen dünner. Ja, und dann haben wir hier die letzte Volumen. Volumen 4. Das ist wieder Originalfolie, das sieht man auch. Das Cover gefällt mir irgendwie stylisch. Das finde ich echt cool, das Cover, muss ich sagen. Hat was. Auch die Rückseite gefällt mir. Hier haben wir dann die Episoden 11 durch Vergessen. Ne, dich vergesse ich niemals nicht. Folge 12 Unbekannter Chamnonier. Und Folge 13 Auch Staubsauger haben Gefühle. Dann haben wir hier Episoden 11 bis 13 Sprachen Deutsch und Japanisch. Untertitel Deutsch. Laufzeit 75 Minuten. Bildformat 16 zu 9. Sound ist Dolby Digital 2.0. Und Bonus haben wir ein Booklet und Image Galerie. Ja, okay, das Cover gefällt mir, muss ich sagen. Und ja, wieder mit dem Enable. Cool. Das hätte ich gerne als Poster irgendwie, die beiden. Gefällt mir irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Ich verfall wieder in so meine Erzählwelt und erzähle mal weiter. Wahrscheinlich langweile ich den einen oder anderen Zuschauer, die eine oder andere Zuschauerin.
Ja, das war es von mir. Ich habe mich ein bisschen halt geärgert. Das glaube ich, merkt man auch an Volume 3. Weil hat mich jetzt zwar nicht so viel gekostet, aber wenn da neu steht, sollte es neu sein. Oder man sollte darauf hinweisen, dass man es halt neu in Folie gepackt hat und diesen komischen Aufkleber drauf gemacht hat. Hoffe ich, kriege ich dann ohne Beschädigung ab. Ups, hätte ich fast die Kamera umgekehrt. Ja, wie immer bedanke ich mich ganz herzlich an allen Zuschauern, Abonnenten und Google Plus Benutzer, die sich Zeit für mein Video genommen haben und an alle Anime-Fans. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über eure Kommentare und Bewertungen freuen. Ein kleiner Hinweis: Manchmal schreiben mir User, denen ich nicht antworten kann. Das liegt daran, weil ihr auf Google Plus müsst ihr gehen. Ihr müsst auf Google Plus gehen, auf Einstellungen und die ersten zwei Punkte auf alle stellen, sonst kann ich euch nicht antworten. Ich schreibe euch dann zwar immer eine Nachricht und auch in eurem Profil, aber ihr bemerkt es anscheinend nicht. Also nochmal: Wenn ich euch nicht antworte, nach 5 Tagen oder so, solltet ihr auf eure Einstellungen gehen bei Google Plus und die ersten zwei Punkte auf alle stellen. Wäre lieb, weil ich finde es immer schade, wenn ich euch nicht antworten kann. Ja, ich würde, wie gesagt, nochmal, ich würde mich über eure Kommentare und Bewertungen freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Dankeschön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Bis bald. Tschüss.